6020 zu 38 Fazit, die SG Flensburg-Handewitt verliert ihr erstes Spiel in dieser Saison. Die Norddeutschen unterliegen dem HC Zagreb mit 29 zu 31. Und dieser Sieg für die Kroaten geht absolut in Ordnung. Die Gäste machten ein überragendes Spiel und agierten mit einer fast unheimlichen Konstanz. Einen einzigen technischen Fehler hatte die Auswärtsmannschaft nur zu beklagen. Davon konnte Flensburg heute nur träumen. Nachdem man gut gestartet war, lief man schnell einem Rückstand hinterher, auch wegen zu vieler Ballverluste. Dieser Rückstand entfachte teilweise große Hektik bei den Hausherren, die nie wirklich zu ihrem Spiel fanden und als verdienter Verlierer von der Platte gehen. 6020 zu 34 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 29 zu 31 durch Simon Jepsen, 6020 zu 34 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 28 zu 31 durch Simon Hall, 6020 zu 34 Tor für HCPPD Zagreb, 27 zu 31 durch David Mendig, 5820 zu 33 und das war es. Lauge wirft, doch URH ist zur Stelle. Damit ist die Niederlage besiegelt, 5820 zu 32. Flensburg nimmt nochmal eine Auszeit. Weil Berger zuvor eine starke Parade zeigte, glauben die Gastgeber nun wieder dran. Bei 3 Toren Rückstand muss nun allerdings viel passen, damit man hier noch einen Zähler mitnehmen kann. 5820 zu 30 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 27 zu 30 durch Rasmus Lauge-Schmidt, 5720 zu 29 Tor für HCPPD Zagreb, 26 zu 30 durch Damir Bikanic, 5520 zu 28 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 26 zu 29 durch Lasses Wahn, 5520 zu 28 Tor für HCPPD Zagreb, 25 zu 29 durch Damir Bikanic, 5420 zu 27 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 25 zu 28 durch Magnus Roth, 5320 zu 24 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 24 Uhr 28 durch Johannes Goller, 5220 zu 232 Minuten für David Mendig, HCPPD Zagreb, 5120 zu 21 Tor für HCPPD Zagreb, 23 Uhr 28 durch Aber Kerimi. Neben den beiden Außenspielern ist Kerimi derjenige, der hier alles einleitet. Der Mittelmann macht ein überragendes Spiel in einer sehr routinierten Mannschaft, die sich von der Hektik nicht anstecken lässt. 5020 zu 20 Tor für HCPPD Zagreb, 23 Uhr 27 durch David Mendig, 5020 zu 20 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 23 Uhr 26 durch Lasses Wahn, 4920 zu 20. Die Flensburger werden mit 4 Punkten Rückstand natürlich auch hektischer. Das tut den Gastgebern allerdings nicht gut. Es schleichen sich wieder die Ungenauigkeiten ein, die sie absolut nicht gebrauchen können. 4820 zu 19 Tor für HCPPD Zagreb, 22 Uhr 26 durch Ivan Sersen, 4820 zu 182 Minuten für Tobias Carlsen, SG Flensburg-Handewitt, 4720 zu 172 Minuten. Für Gregor Potocnik, HCPPD Zagreb, 4720 zu 17 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 22 Uhr 25 durch Jim Gottfriedsen, 4620 zu 15 Tor für HCPPD Zagreb, 21 Uhr 25 durch den Kontrek, 4520 zu 15. Es bleibt weiterhin kritisch für Flensburg, die nicht herankommen an die Gäste. Zwar läuft es vorne wieder besser, in der Defensive haben die Kroaten aber zu viel Raum, gerade auf Außen. 4520 zu 14 Tor für HCPPD Zagreb, 21 Uhr 24 durch David Mendig, 4420 zu 13 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 21 Uhr 23 durch Simon Jepsen, 4320 zu 12 Tor für HCPPD Zagreb, 20 Uhr 23 durch Zlatko Horvat, 4320
1320:12 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 20:22 durch Magnus Roth, 4220:12 Tor für HC PPD Zagreb, 19:22 durch Lovro Jotic, 4220:10 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 19:21 durch Johannes Goller, 4120:10 Tor für HCPPD Zagreb, 18:21 durch David Mendig, 4120:09 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 18:20 durch Simon Jepsen, 4020:08 Tor für HCPPD Zagreb, 17:20 durch Ivan Sörsen, 3920:05 Tor für SG Flensburg-Handewitt, Handewitt, 17:19 durch Jim Gottfriedsen, 3620:04. Da können sich die Hausherren bei Bergerat bedanken, der das vierte Gegentor in Serie verhindert und seine Farben in der Partie hält. Für Flensburg geht überhaupt noch nichts nach dem Seitenwechsel, 3520:02 Tor für HC PPD Zagreb, 16:19 durch Zlatko Horvat, 3520:02 2 Minuten für Rasmus Lauge-Schmidt, SG Flensburg-Handewitt, 3319:59 Tor für HC PPD Zagreb, 16:18 durch Ivan Sössen, 3119:57 Tor für HC PPD Zagreb, 16:17 durch Zlatko Horvat. Bei Gleichzahl spielen sie ohne Torwart, in Unterzahl natürlich auch. Trotz angezeigten Zeitspiels bleiben die Kroaten ruhig und gehen erneut in Führung, 3019:44 Halbzeitfazit. Zur Pause steht es zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem HC Zagreb 16:16 unentschieden. Nach gutem Start der Hausherren hatte es danach allerdings nicht ausgesehen. Mitte der Halbzeit schlichen sich bei den Gastgebern unheimlich viele Fehler im Spielaufbau ein, die von den Kroaten eiskalt genutzt wurden. Zwischenzeitlich lagen die Deutschen mit 3 Punkten hinten. Gegen Ende des Durchgangs kamen die Flensburger dann doch noch zurück, allerdings mehr über Einzelleistungen. Das Kombinationsspiel muss im zweiten Abschnitt deutlich besser werden, ansonsten wird es schwer für die Nordlichter, hier dran zu bleiben. 3019:402 Minuten für Senja Amin Buric, HC PPD Zagreb, 2919:39 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 16:16 durch Hampus Wanne, 2819:37 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 15:16 durch Jim Gottfriedsen, 2719:37 Tor für HC PPD Zagreb, 14:16 durch Ivan Sörsen, 2619:36 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 14:15 durch Lasis Van Zagreb, spielt auch ohne Strafe mit 7 Leute, also mit leerem Tor. Zwan nutzt dieses Risiko nun aus und feuert die Kugel nach einem Ballgewinn ins leere Tor. Flensburg ist wieder auf einen Zähler ran, 2519:32 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 13:15 durch Magnus Roth, 2419:30 Tor für HC PPD Zagreb, 12:15 durch David Mendig, 2319:30 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 12:14 durch Lasse Swan, 2219:30. Bisher haben die beiden Torhüter der Gäste noch nicht einen Ball halten können. Dass die Flensburger dennoch hinten liegen, zeigt, wie ungenau sie im Spielaufbau sind. Immer wieder werden sie durch Ballverluste zurückgeworfen, 2219:28 Tor für HCPPD Zagreb, 11:14 durch Semir Amin Buric, 2119:27 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 11:13 durch Anders Zach Ariassen, 2119:26 Tor für HCPPD Zagreb, 10:13 durch Zlatko Horvat, 2019:25 gelbe Karte für Holger Glandorf, SV
SG Flensburg-Handewitt, 2019 zu 25 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 10:12 durch Rasmus Lauge-Schmidt, 2019 zu 25 Tor für HCP PD Zagreb, 9:12 durch Zlatko Horvat, 1919 zu 24 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 9:11 durch Rasmus Lauge-Schmidt, 1719 zu 23 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 8:11 durch Rasmus Lauge-Schmidt, 1719 zu 22 Tor für HCP PD Zagreb, 7:11 durch Aba Kerimi, 1619 zu 22 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 7:10 durch Magnus Jondal, 1619 zu 21 Tor für HCP PD Zagreb, 6:10 durch Ivan Zirsen, 1519 zu 192 Minuten für Simon Halt, SG Flensburg-Handewitt, 1419 zu 19. Bisher kommt Flensburg noch nicht richtig in Schwung. Die Gastgeber machen in der Offensive zu viele Fehler, haben einige Ungenauigkeiten im Spielaufbau, 1319 zu 18 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 6:9 durch Hampus Wanne, 1319 zu 182 Minuten für David Mendig, HCP PD Zagreb, 1219 zu 14 Tor für HCP PD Zagreb, 5:9. Durch Zlatko Horvat, 1219 zu 14 Tor für HCP PD Zagreb, 5:8 durch Damir Bikanic, 1019 zu 12 Tor für HCP PD Zagreb, 5:7 durch Zlatko Horvat, der Routinier bringt sein Team zum ersten Mal mit 2 Toren in Führung. Der Rechtsaußen bleibt vom Strich sicher, mit 16 Saison in der Champions League hat er zumindest genug Erfahrung, 1019 zu 12 gelbe Karte für Anders Zach Ariassen, SG Flensburg-Handewitt, 1019 zu 11 gelbe Karte für Ivan Zirsen, HCP PD Zagreb, 919 zu 11 Tor für HCP PD Zagreb, 5:6 durch David Mendig, 819 zu 10 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 5:5 durch Magnus Jondal, 819:09 Tor für HCP PD Zagreb, 4:5 durch David Mendig, 719:08 Tor für HCP PD Zagreb, 4:4 durch Aba Kerimi, 519:08 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 4:3 durch Lasse Svan, 519:07 Tor für HCP PD Zagreb, 3:3 durch Ivan Zirsen, 419:06 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 3:2 durch Magnus Jondal, 319:05 Tor für HCP PD Zagreb, 2:2 durch Ivan Zirsen, 319:04 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 2:1 durch Lasse Svan, 219:04 Tor für HCP PD Zagreb, 1:1 durch Aba Kerimi, 119:03 Tor für SG Flensburg-Handewitt, 1:0 durch Lasse Svan. Es geht gut los. Von links angespielt geht es schnell auf rechts außen, wo Svan in den Kreis abhebt und ins kurze Eck trifft. 119:02, auf geht's. Flensburg in Schwarz wirft an, die Gäste aus Zagreb agieren in weißen Jerseys, 18:42. Ein besonderes Spiel ist es vor allem für Benjamin Buric. Der Schlussmann trifft heute auf seinen Zwillingsbruder Semih-Amin Buric, der bei Zagreb am Kreis spielt. Dann darf er 4 bis 5 Tore machen, und ich nehme die beiden Punkte, so Benjamin Buric vor dem Spiel, 18:32. Ganz anders startete der heutige Gegner in die neue Champions League-Saison. Denkbar knapp unterlag man Mulpix Szeged mit 23:24 und somit stehen die Kroaten als Underdog im heutigen Spiel unter Druck, um den Fehlstart zu vermeiden. 18:23 bei den Hausherren kann man bisher von einem perfekten Saisonstart sprechen. Flensburg startete in der Bundesliga mit 5 Siegen aus 5 Spielen und sicherte sich auch im ersten Spiel der Champions League 2 Punkte. Gegen Nantes gab es ein 34:31 zu bejubeln. Hier wurde man seiner Favoritenrolle absolut gerecht, denn viele sehen Flensburg gemeinsam mit Paris auf den vordersten Plätzen. Dafür muss im Heimspiel gegen Zagreb natürlich auch ein Sieg her. 18:14. Guten Abend und herzlich willkommen zum zweiten Spieltag der EHF Champions League.
Am heutigen Mittwoch empfängt die heimische SG Flensburg Handewitt die Gäste vom HCPPD Zagreb in der Flens Arena. Anwurf ist um 19 Uhr.